Moin, ihr Lieben. Heute möchte ich mit euch über Bücher sprechen, die eine besondere Erzähltechnik haben, eine besondere Erzählperspektive. Denn wenn man sehr viel liest, dann ist man irgendwann auf der Suche nach etwas Besonderem, nach etwas, was heraussticht, nach etwas, ja, was man noch nicht so gelesen hat. Und nicht nur inhaltlich möchte man neue Ideen, sondern man hat auch gerne, jedenfalls ich, gerne das Sprachliche. Ich liebe die Sprache, die Verwendung der Sprache, Wortspiele und so weiter. Aber eben auch, wenn ein Autor es versteht, auf eine bestimmte Art und Weise die Geschichte spannend und interessant zu machen. Und da ist mir die Idee gekommen, dass ich euch doch einfach mal solche Bücher zeigen kann, die ja so einen ganz besonderen Kniff in der Erzählung haben. Und ich hoffe, dass euch dieses Thema genauso interessiert wie mich. Und ich habe jetzt mehrere Bücher rausgesucht. Es sind schon einige, über 10, glaube ich. Deswegen werde ich auf den Inhalt versuchen, wirklich so wenig wie möglich darauf einzugehen, weil es geht ja jetzt eher auch wirklich so um die Erzähltechnik und weniger um Inhalt. Oft spielt das natürlich aber auch zusammen und gelingt dadurch natürlich erst ein gutes Gesamtbild. Aber damit das jetzt nicht so ellenlang wird, möchte ich hauptsächlich auf den Kniff der Erzählung eingehen. Und ich habe diese Videoreihe, dieses Videoduett aufgeteilt eben in zwei Teile, weil ich gemerkt habe, ich möchte auch über Bücher sprechen, die auf meiner Wunschliste stehen oder von Büchern, ja, von denen ich gehört habe, möchte ich auch sprechen, die eine bestimmte ja, Erzählperspektive haben, die mich einfach genau deswegen unter anderem faszinieren. Und deswegen wird es jetzt zwei Videos geben. Einmal welche möchte ich euch von Büchern erzählen, die ich bereits gelesen habe und dann welche, die mich eben faszinieren und deswegen auf meiner Wunschliste sind. So, wir fangen an mit was ganz Klassischen und Einfachen, was aber, finde ich, schon eine besondere Wirkung hat. Und zwar ist es auch ein Klassiker, Dracula von Bram Stoker. Das ist nämlich ein Brief-Tagebuch-Roman. Das heißt, man erfährt diese Geschichte nur aus Tagebucheinträgen und Briefen. Und ich finde, das hat schon was sehr Eindringliches. Wir ja, haben halt einen Blick auf eine sehr, sehr private Angelegenheit, wie im Tagebuch als auch in Briefen. Und das finde ich schon was sehr, sehr Spannendes. Ich denke mal, zum Inhalt muss ich jetzt wirklich nichts sagen, so zu dem Vampir-Klassiker schlechthin. Und dann habe ich halt eins, was das Ganze jetzt noch weiterentwickelt hat, weil es gibt durchaus Briefromane schon länger, aber ich habe jetzt hier was, was das Ganze ein bisschen moderner umgesetzt hat. Und zwar ist das Widow's Point von Richard Chismar und Billy Chismar. Das ist ein Buch, was man jetzt nicht normal im Buchhandel erhältlich findet. Ich glaube jedenfalls nicht in dieser Ausgabe. Ich weiß nicht, ob es das auch als Taschenbuch gibt. Das war mal so eine sonderlimitierte Ausgabe aus dem Buchheim Verlag. Ich glaube nur 999 Exemplare. Und ja, von der Idee her fand ich das schon sehr schön, halt ein Mann, der ein Wochenende in einen Leuchtturm verbringen will, der halt ja, irgendwie verflucht sein soll und dort soll es spuken. Und das Besondere ist eben, dass wir diesen Roman nur aus Video- und Audiodateien mitbekommen. Also er filmt. Dieser Mann, der sich dort das Wochenende aufhält, filmt sich und seine Umgebung und er nimmt sich auf, halt mit so einem Aufnahmegerät. Und genau das kriegen wir mit. Es gibt also keinen Erzähler, der diese Geschichte erzählt und natürlich der Protagonist selbst kann man natürlich als Erzähler sehen. Aber ich finde, das war auf jeden Fall was sehr Besonderes und ja, hat auch eine wirklich schöne Atmosphäre geschaffen, eine wirklich sehr nahe und unheimliche Atmosphäre. Auch wenn ich das ein bisschen dünn fand, ist es für mich eine Weiterentwicklung im Grunde, ja, des Briefromans, weil wir hier halt ja, digitale Medien haben, die uns das Ganze weiterbringen. Also wirklich auch sehr spannend. So, dann habe ich zwei Bücher, die sich einem Kniff bedienen, der mir auch sehr gefällt. Das eine kommt, also kommen beide aus der Fantasy, sind aber doch sehr unterschiedlich. Das eine ist ein Urban Fantasy Jugendroman,
Roman und das andere ist High Fantasy für Erwachsene. Und zwar spreche ich von diesen beiden Büchern, Never Night von J. Kristoff und Bartimäus von Jonathan Stroud. Ich fange mal mit Bartimäus an, weil das ist auch das Buch, was ich schon länger kenne, was schon älter ist und wo ich halt diese Art von Kniff in der Erzähltechnik das erste Mal gesehen habe. Natürlich kenne ich Fußnoten, ja, aus Sachbüchern und Fachbüchern, aber aus Romanen kannte ich das noch nicht. Und hier wird es halt verwendet, um einen gewissen Witz mit reinzubringen. Wir befinden uns hier nämlich in einer Welt, wo Zauberer Dämonen heraufbeschwören können. Und das Ganze dreht sich um das Abenteuer von Nathaniel, einem jungen Zauberer, und den Dämon, Quatsch, den Djinn. Jetzt habe ich das gerade ein bisschen durcheinander geworfen. Bartimäus. Und das ist so eine Art Hassfreundschaft, könnte man sagen. Und das ist sehr ironisch und sehr lustig. Und es gibt eben. Es wechselt sich immer ab zwischen der Sicht aus Nathaniel und aus Bartimäus Sicht. Und wenn wir Bartimäus haben, dann gibt es auch immer Fußnoten. Und diese Fußnoten, er kommentiert halt einfach das Geschehen mit einem Witz, wo man immer wieder schmunzeln muss. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, dieser kleine Kniff. Manchmal ist es auch einfach nur ein Wort, wo da steht einfach nur Au Backe oder Ach du Schande oder so. Also es lockert das Ganze auf und passt zu diesem, ja, zu diesem Wortwitz und zu diesem Inhalt auch total gut. Und auch zu dem Charakter von Bartimäus passt es super. Never Night bzw. J. Kristoff hat das ähnlich verwendet. Auch hier hat es eine gewisse Komik, einen schwarzen Humor, aber der Erzähler nutzt das auch, um vieles aus der Welt zu erklären. Also die Story wird erzählt, eine Handlung passiert und dann gibt es eine Fußnote und in der Fußnote wird so ein bisschen das Worldbuilding erklärt. Das fand ich manchmal ein bisschen umständlich, das hätte ich, glaube ich, lieber in der Handlung selbst miterlebt, wie das Ganze in der Welt vonstatten geht. Hier handelt es sich halt um eine Geschichte, um eine junge Frau, die Rache nehmen möchte und um einen Assassinenorden, wo sie ausgebildet wird. Und das Ganze ist sehr blutig und sehr derb, die Sprache, und auch eben sehr ironisch. Da passt das mit den Fußnoten auch wirklich rein. Und wie gesagt, hat es einen schwarzen Humor, der auch immer wieder in den Fußnoten wiederzufinden ist. Der Erzähler, der bekommt ja so eine eigene Stimme. Meistens merkt man ja gar nicht, dass der Erzähler irgendwie eine Rolle spielt. Aber hier kommentiert er halt immer wieder, was sich in den Fußnoten widerspiegelt. Aber wie gesagt, manchmal erklärt er uns so ein bisschen auch die Welt und das fand ich manchmal ein bisschen misslungen. Das hat einen immer wieder so rausgerissen aus der Story, was bei Bartimäus fand ich nicht der Fall war, weil das immer zu der Situation gepasst hat. Und hier hat es einen manchmal so ein bisschen durch diese Erklärungen rausgerissen, weil manchmal waren die Fußnoten auch wirklich fast über eine Seite lang. Also haben sich über mehrere Seiten erstreckt und da musstest du wieder zurückblättern, um in der Handlung dann fortzuführen. Ja, das hat nicht immer gelungen, aber an sich finde ich das mit den Fußnoten echt eine coole Sache, besonders halt eben mit diesem humorigen Einschlag. Wo mache ich weiter? Ich mache mal weiter mit einer Art von Buch, die sowieso ganz besonderes ist und ich habe sie euch auch schon in mehreren Videos mal vorgestellt. Aber auch da kommt eine Erzählperspektive zum Tragen, die einfach besonders ist. Und zwar ist es also ein Fantasy-Spielbuch. Und zwar in diesem Falle Das Feuer des Mondes von Christian und Florian Sußner. Ein Fantasy-Spielbuch ist es deswegen, weil man hier als Leser selbst in die Rolle des Protagonisten schlüpft und selbst entscheiden kann, wie die Geschichte weitergeht. Nach bestimmten Absätzen hat man die Möglichkeit, sich für verschiedene Möglichkeiten zu entscheiden und muss dann gucken, wo man weiterliest im Buch. Man springt also von Absatz zu Absatz und liest nicht chronologisch von vorne bis hinten. Zwischendurch hat man dann auch immer wieder Rätsel
oder muss würfeln oder muss sich Notizen machen oder kämpft gegen Gegner. Deswegen ist es ein Fantasy-Spielbuch. Aber was ich jetzt hier direkt ansprechen möchte, ist eben die Erzählperspektive, dass es nicht in der dritten Person geschrieben ist und in der ersten, sondern in der zweiten Person. Weil du als Leser eben in die Rolle des Protagonisten schlüpfst, wirst du auch mit du angesprochen. Und das finde ich sehr spannend. Ich habe auch gehört, dass es das auch in Romanen gibt, sehr, sehr selten. Viele stören sich daran. Hier passt es einfach perfekt, finde ich, und das stört mich überhaupt nicht, weil es mich dann auch direkt anspricht. Aber ich finde es auch spannend, in einen Roman zu lesen. Da bin ich gespannt, ob ihr da Erfahrungen mit habt, ob ihr das mögt. Ja, ich habe auf jeden Fall auch ein Buch, was ich in dem zweiten Teil dann euch vorstellen möchte, was eben auch diese Erzählperspektive aufgreift. Ja, hier geht es darum, dass man eigentlich ein Nachtwächter ist und aber eine ja, Kreatur bei etwas beobachtet. Und diese Kreatur möchtest du aufhalten, diese verflucht dich dabei und ja, jetzt musst du diesen Fluch irgendwie loswerden und machst dich auf die Reise durch einen Wald und ja, begegnest halt viele Kreaturen, die dir entweder freundlich oder nicht freundlich gesinnt ist, musst Gegenstände finden und ja, es ist, macht auf jeden Fall Spaß, kann ich euch nur empfehlen. Ich verlinke euch gerne die Rezension zu diesen Fantasy-Spielbüchern. So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Was ich auch einfach ziemlich cool finde, ist das Tagebuch der Ellen Rimbauer, Mein Leben auf Rose Red. Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Das ist so eine Art Buch, was einen vorgaukelt, eine andere Realität vorgaukelt. Vielleicht kennt ihr die Filme über das Haus Rose Red. Ich glaube, Haus der Verdammnis heißen die. Ist aus der Feder von Stephen King. Also das Drehbuch nicht, es gibt glaube ich kein Buch dazu, sondern wirklich nur hat er das Drehbuch dazu geschrieben. Und das ist sozusagen die Vorgeschichte. Und in diesem Film geht es darum, dass ja, mehrere Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten in ein altes Gemäuer gehen für mehrere Tage und sie wollen halt dort die übersinnlichen Fähigkeiten ausproben, beziehungsweise was es dort mit dem Spuk auf sich hat, wollen sie herausfinden. Und das Ganze wird geleitet von Dr. Joyce Reardon vom Institut für paranormale Phänomene in Seattle. Ja, und dieses Buch ist halt von ihr herausgegeben. Und das ist halt das Besondere daran. Dieses Buch tut so, als würde es diese Dr. Joyce Reardon tatsächlich geben, die halt dieses Buch herausgegeben hat. Es sind nämlich die Tagebücher von Ellen Rimbauer, die dort in diesem Haus gelebt hat und auch mitgekriegt hat, wie das gebaut wurde, wie das erweitert wurde. Also im Grunde ist es wieder ein Tagebuchroman, aber mit ja. Es ist im Grunde ja gar keine Erzähltechnik, aber dadurch, dass dieses Buch einen halt so vorgaukelt, als würde ja diese Joyce Reardon hat hier halt auch eben Vorwort gemacht und auch noch ein also Stephen Rimbauer, der Nachfahre von Ellen Rimbauer, der eben auch in diesem Film vorkam, hat ein Nachwort geschrieben. Und ich glaube, die Seiten sind auch so ein bisschen auf alt gemacht extra und ja. Das ist, weiß nicht, ob das so richtig in das Video jetzt hier so reinpasst, aber für mich war das irgendwie auch eine besondere Art von Erzählen, dass man uns hier halt so vorgaukelt, als würde es diese Person wirklich geben und dieses Institut. Also es gibt hier auch keinen, man findet hier auch nicht direkt den Autoren und es gibt auch sogar verschiedene Links, die man finden kann, die zu diesem Institut führen und wo man sich das genauer angucken kann. Und auch da wird das weitergespielt und das finde ich ziemlich cool. Und ich finde, das nächste passt da auch so ein bisschen dazu. Und zwar ist das der Horror-Thriller Die letzten Tage des Jack Sparks von Jason Arnib. Denn hier wird es so uns so vorgegaukelt,
dass der Jack Sparks, der halt Journalist und auch Autor ist, sein neues Buch herausgegeben hat. Er ist aber bei der Recherche seines Buchs, und zwar dieses hier, gestorben. Und deswegen ist das Buch auch eigentlich noch fragmentarisch und gar nicht richtig beendet. Also er hat zwar seine Notizen dafür gemacht, aber er hat es noch nicht ins Reine geschrieben, könnte man sagen. Und sein Bruder Alastair Sparks hat das Ganze halt eben herausgebracht. Und auch wie in dem Fall von dem Tagebuch der Ellen Rimbauer gibt es hier eben ein Vorwort und ein Nachwort von dem Bruder, der das Ganze herausgegeben hat. Und es gibt auch eben immer wieder Kommentare, unter anderem auch mit Fußnoten, aber auch immer wieder Einschübe, wo er das Ganze kommentiert und seinen Senf dazu gibt. Und Jack Sparks, der das Ganze hier als Journalist eben recherchiert hat und seine Erlebnisse schildert, gibt auch immer wieder seiner Verlegerin so Anweisungen, was sie zu streichen hat, was er noch hinzufügen möchte und so weiter. Auch dieser E-Mail-Kontakt wird eben abgedruckt, also auch so rundherum um diesen Fall werden die E-Mail-Kontakte angezeigt und eben was er noch ändern möchte, was er streichen lassen möchte und so weiter. Warum wird das Ganze gemacht? Weil eben um das Verschwinden und die letzten Tage des Jack Sparks ein großes Geheimnis drumherum gemacht wird. Denn er hat sich immer die Aufgabe gemacht, besondere Sachen selbst auszuprobieren. Er hat sich, glaube ich, selbst mal unter Drogen gesetzt, um das Ganze zu begleiten, schriftlich zu begleiten und als Buch herauszubringen. Und da ist er halt wirklich erfolgreich mit geworden. Und nun möchte er sich den Übersinnlichen widmen. Er ist ein sehr rationaler Mensch und glaubt an den ganzen übersinnlichen Schwachsinn nicht und möchte aber trotzdem darüber ein Buch schreiben und nimmt halt nun an einem Exorzismus teil. Und was für ein Rattenschwanz sich das damit irgendwie ergibt und was sich da für ein Rattenschwanz hinter verbirgt, hinter diesen ganzen übersinnlichen Projekten, die er angeht, ob das nun eine Geisterseherin ist, eine Wahrsagerin und so weiter und wie das alles mit diesem Exorzismus zusammenhängt, das beschreibt er hier eben. Und wie er so langsam in diesen ganzen Strudel hineingerät. Das ist ein moderner Horror-Thriller, also es werden moderne Medien, also wirklich auch das soziale Netzwerk wird hier mit eingebunden. Er bekommt ein seltsames YouTube-Video zugeschickt, was auf seinem Kanal erscheint, er aber gar nicht kennt. Und er möchte herausfinden, was das für ein Video ist. Also es werden hier mit sozialen Medien sehr viel gespielt, aber eben auch mit klassischen Themen wie Geistern und wie Exorzismus und so weiter. Jetzt gehe ich schon sehr ins Inhaltliche, aber ich glaube, um das zu verstehen, warum das Ganze so herausgebracht wurde, musste ich das mal kurz erzählen. Und das finde ich halt echt cool. Also wir halten hier im Grunde das Buch in den Händen, was sein Bruder herausgegeben hat für seinen Bruder, der eben bei dieser ganzen Aktion verschwunden ist. Und man weiß nicht genau, was dahinter steckt. Und deswegen werden halt auch die ganzen Kontakte, die er aufgestellt hat, die ganzen E-Mail-Kontakte, die er hergestellt hat, aufgezeichnet. Und Alistair gibt halt auch immer wieder seinen Senf dazu. Und das macht das Ganze erzählerisch total spannend. Inhaltlich hat es manchmal so kleine Schwächen gehabt, aber ich fand das Ganze unglaublich cool gemacht und deswegen ist es auch noch nicht ausgezogen, weil ich das einfach so spannend fand, wie das Ganze aufgezogen wurde und weil es einfach neue Ansätze hat, inhaltlich sowie eben erzähltechnisch. Ja, also das passt hier auf jeden Fall auch rein in die ganze Geschichte. So, und jetzt der Erzählmeister, der hier irgendwie auch nicht fehlen durfte, und zwar ist das Walter Mörs mit Ensel und Grete, habe ich jetzt rausgesucht, weil hier das Ganze besonders, besonders klar wird, was Walter Mörs macht. Er sagt ja immer, er ist nur der Übersetzer der zamonischen Romane.
die Romane, die in Samonien erschienen sind, aus der Feder von Hildegunst von Mythenmetz, hat er nur übersetzt und eben jetzt ins Deutsche sozusagen in Deutschland herausgebracht. Und dieses Buch ist eben auch von Hildegunst von Mythenmetz geschrieben. Und hier ist nicht Hildegunst von Mythenmetz einfach nur der Autor, sondern nimmt sich auch immer wieder Freiheiten, das Ganze zu kommentieren. Und ja, also ein großes Stilmittel, was er immer wieder betont und beschreibt, ist die Mythenmetzsche Abschweifung. Also er erzählt im Grunde einfach nur ein Märchen, das Märchen von Hänsel und Gretel, was eben dem Märchen von den Grimms sehr, sehr ähnelt, Hänsel und Gretel, mit natürlich großen und verrückten, seltsamen Abweichungen, aber es ist dem schon auf jeden Fall ähnlich. Aber es gibt halt auch große Passagen, wo der ja, wo der Hildegunst von Mythenmetz sich immer wieder einmischt, besonders an sehr spannenden Passagen, an sehr spannenden Stellen, wo er unterbricht und dann einfach was ich erzählt. Und das nennt er eben Mythenmetze Abschweifung, dass er einfach von Höttchen zu Stöckchen kommt und dann von was ganz anderem erzählt und die Handlung gar nicht vorantreibt. Und ja, das macht den Leser natürlich kirre, aber das ist halt gewollt. Er erzählt dann halt zum Beispiel von Literaturkritikern und spricht dann seinen verhassten Literaturkritiker an und ja, erzählt von seinen Schreiben, wie er, ja, wie er schreibt. Und das, finde ich, hat auch total seinen Charme und lese ich unglaublich gerne. Und ich finde auch Hänsel und Gretel, dieses Werk ist, glaube ich, das. Ja, das ist vielleicht ein bisschen unterschätzt, finde ich. Und ich finde gerade hier, da kommt es halt eben am meisten raus. Bei den anderen ist das nicht so, dass er immer wieder in die Geschichte hineingreift. Und deswegen wollte ich euch auch dieses hier auf jeden Fall zeigen. Ähnlich ist das bei Die Brautprinzessin von William Goldman, S. Morgenstern's klassische Erzählung von wahrer Liebe und edlen Abenteuern. Die Ausgabe der spannenden Teile, gekürzt und bearbeitet von William Goldman. Ja, im Grunde ist das auch ein Märchen, was hier erzählt wird, oder so ein ja, Abenteuer-D'Artagnan-Geschichte, so ein bisschen in die Richtung von Die drei Musketiere, mit einer kleinen Liebesgeschichte gespickt. Aber auch hier tritt der Autor in den Vordergrund. Und beziehungsweise der Erzähler, und er sagt, dass er diese Geschichte immer wieder von seinem Vater erzählt bekommen hat. Also es gibt diese Geschichte halt ursprünglich schon in einem Buch, aber er hat dieses Buch nie gelesen, obwohl es seine Lieblingsgeschichte ist, denn sein Vater hat ihm das einfach immer so erzählt als Gute-Nacht-Geschichte und hat dabei auch immer einiges dazu gedichtet oder weggelassen. Und diese Geschichte hat er nun halt aufgeschrieben und deswegen sagt er halt auch die Ausgabe der spannenden Teile, gekürzt und bearbeitet, weil das gar nicht mehr so viel mit der ursprünglichen Geschichte zu tun hat. Und er erzählt halt auch, wie er aufgewachsen ist und wie er überhaupt zum Schriftsteller geworden ist. Und das wechselt sich immer ab. Also es gibt einmal die pinken Passagen, wo er halt kommentiert und über das über Kürzungen spricht und warum er dieses Ganze herausgeschnitten hat und ja, wie er das Ganze so wahrgenommen hat, und dann halt in Schwarz ist dann die normale Geschichte. Nun heißt der Erzähler in diesem Buch auch William Goldman und man ist die ganze Zeit am Rätseln, ist das nun jetzt fiktiv oder gab es dieses Buch tatsächlich und ist das alles autobiografisch, was hier drin ist, oder ist das nur ein erzählerischer Kniff? Ich gehe davon aus, dass es nur erzählerischer Kniff ist, weil ich glaube nicht, dass es dieses Buch tatsächlich gegeben hat. Verbessert mich, wenn ihr es tatsächlich wisst. Also ich glaube, dass er sich einfach nur, damit das Ganze noch authentischer wirkt, einfach seinen Erzähler eben auch William Goldman genannt hat. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht tatsächlich ein bisschen autobiografische Sachen mit eingebaut hat, aber das machen ja viele Autoren. Aber auch diesen Kniff fand ich irgendwie spannend. Ja, was ich hier auch nennen hätte können, fällt mir gerade ein, ist auch die unendliche Geschichte, denn auch das ist ja eine Geschichte in der Geschichte.
die erzählt wird, wo Bastian Balthasar Bux ja diese unendliche Geschichte liest und immer wieder herausgerissen wird und ja auch seine Geschichte wir erfahren. Aber wo wir gerade bei Geschichte in der Geschichte sind, zeige ich euch noch ein weiteres Buch, was auch in diese Richtung geht. Und zwar ist das Dancing Jacks von Robin Jarvis. Das ist der erste Teil der Trilogie. Und hier handelt es halt von einem Buch, was in einer Londoner Kleinstadt die Runde macht. Es ist ein sehr altertümliches, sehr, sehr altbackenes Buch, was so die Runde macht und total langweilig wirkt. Aber jeder, der dieses Buch liest, ist auf einmal total gefangen in dieser Welt und wird zu einem Charakter in diesem Buch. Also er glaubt, dass die Realität halt nicht die Realität ist, sondern die Welt in dem Buch ist die Realität und er glaubt einfach, dass er gefangen ist in dieser Welt und er gerne wieder zu dieser Buchrealität zurück möchte. Und wir bekommen halt auch hier ja einfach aus unserer Welt die Geschichte erzählt, wie eben diese Bücher die Runde machen und das Ganze ist sehr, sehr düster und es gibt natürlich auch welche, die sich dagegen wehren und auch welche, die dagegen immun zu sein scheinen, gegen dieser Magie, dieser dunklen Magie. Und man weiß natürlich auch nicht, was ist dahinter die Intention, warum hat der Autor das so geschrieben, was will er damit erreichen. Und dann gibt es aber auch Kapitel, die von dem Buch handeln. Und das Buch ist im Grunde ja auch so eine märchenhafte, fantastische Welt, wo es Hexen und Zauberer und Prinzessinnen gibt und ja, Königshöfe und so weiter und so fort. Und diese Geschichte in der Geschichte finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Es ist eine meiner Lieblingsreihen, die ich gerne irgendwann nochmal lesen möchte. Es hat so einen schönen ja, schwarzen Humor und gleichzeitig konnte ich sehr, sehr mitleiden und es war wirklich was Besonderes und was Cooles. Und hier hat diese Geschichte in der Geschichte wirklich gut funktioniert, weil die beiden ja auch wirklich was miteinander zu tun haben. Und dieser Kontrast zu unserer heutigen Welt und dieser mittelalterlichen, fantastischen, märchenhaften Welt war ja wirklich spannend zu verfolgen und hat sich gut ineinander gefügt. Und jetzt habe ich noch einen Thriller für euch, und zwar ist das Die Falle von Melanie Rabe. Das ist ein wirklich besonderer Thriller, nicht nur, weil es sprachlich eben auch wirklich sehr anders ist. Normalerweise sind Thriller sehr, sehr einfach gehalten, dass man die einfach so weglutschen kann, so weglesen kann, was auch total in Ordnung ist. Auch hier konnte man das wirklich wegsuchten, aber die Sprache war sehr tiefgehend, manchmal sogar philosophisch und ein bisschen poetisch und trotzdem konnte man das sehr gut lesen. Wir befinden uns halt im Kopf der Autorin. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Linda Konrads, genau. Und die ist eine sehr erfolgreiche Autorin, hat sich aber in ihrem Haus eingeschlossen, weil sie ein Trauma erlitten hat, seitdem sie ihre Schwester tot aufgefunden hat und auch noch kurz in das Gesicht des Mörders blicken konnte, der dann halt verschwunden ist. Und eines Tages, als sie hier in ihrem Haus verbringt, wo sie halt wirklich nicht mehr vor die Tür geht, sieht sie im Fernsehen den Mörder. Und sie erkennt ihn sofort und sagt, das ist er, und recherchiert und sie möchte ihn eine Falle stellen. Und zwar besteht die Falle darin, dass sie ein weiteres Buch schreibt, und zwar über den Fall ihrer Schwester, über den Mörder, und sie möchte ihn damit anlocken. Weil er eben Journalist ist, möchte sie ihm die Möglichkeit geben, sie zu interviewen. Sie hält sich halt sehr von der Öffentlichkeit fern, deswegen weiß sie auch, dass er auf jeden Fall darauf anspringen wird. Und sie möchte natürlich, dass er sich in dieser Geschichte wiederfindet und dass er ihr erzählt, was damals genau passiert ist, weil daraus ist ein großes Rätsel gesponnen, warum er ja, ihre Schwester ermordet hat. Und ja, aber Linda ist psychisch sehr, sehr instabil, was wir eben in ihren Gedanken mitkriegen. Und man weiß eigentlich auch nicht mehr so richtig, wen man vertrauen soll. Was ich jetzt hier so cool finde und eben erzähltechnisch in diesem Video ansprechen möchte, ist wieder die Geschichte in der Geschichte. Denn wir bekommen nicht nur Lindas Gedanken mit, wie sie die Falle plant und wie sie ihn dann irgendwann auch trifft,
und dieses Interview führt, sondern wir bekommen auch immer wieder Kapitel aus dem Buch geschildert, was sie eben geschrieben hat, um ihn anzulocken, um die Geschichte, um ihre Schwester zu schreiben. Und da ist eben so spannend, wo hat sie sich nun schriftstellerische Freiheiten genommen? Also wo hat sie vielleicht Lügen eingebaut, um das noch oder um das noch so ein bisschen überspitzter zu machen, um ihn noch mehr zu provozieren? Oder wo hat sie vielleicht Selbstwahrnehmungsstörungen oder kann man ihren eigenen Wahrnehmungen nicht stören, nicht trauen? Also was ist nun Wahrheit und was ist Lüge? Also wie nah ist ihr Buch an der Wahrheit? Und das Ganze fand ich erzähltechnisch und auch sprachlich sehr, sehr toll. Es wäre auch fast in meine Highlights 2019 gewesen. Ich fand das Ende, die Auflösung, aber leider nicht so gut. Und gerade das, ich habe darauf so hingefiebert und hatte so viele Theorien. Und deswegen ist es leider nicht in meinen Highlights gelandet. Aber dennoch war das ein extrem besonderer und cooler Thriller. Und ich freue mich jetzt auch von Melanie Rabe ihr neues Buch zu lesen, Die Wälder, was wir ja im Februar gemeinsam in unserer Leserunde All You Can Read lesen werden. Ja, ein Buch habe ich noch, was ich euch jetzt aber nicht in die Kamera halten kann. Das werde ich euch dann einblenden. Das habe ich nämlich nicht mehr hier. Das habe ich bereits aussortiert. Aber auch das war erzähltechnisch echt cool. Und zwar handelt es sich hierbei, ich muss mal eben gucken, um Mörderspiel von Daniela Beck. Ja, dieses Buch berichtet von einer Gruppe, die LARP spielt, also Live-Action-Roleplay, also Rollenspiele, wo sie sich in ein bestimmtes Szenario versetzen und sie bestimmte Rollen, bestimmte Figuren annehmen und wirklich das durchhalten. Und sie wollen jetzt ein ganzes Wochenende daraus machen. Eine Freundin hat das geplant, es ist eben ein Krimi-Rollenspiel und sie versetzen sich halt auch ein bisschen in die Vergangenheit und spielen halt mehrere Rollen. Und es ist halt ein Herrenhaus, was dafür herhalten soll. Und das passt sehr gut in das Szenario. Und wir lernen halt hier unsere Protagonistin kennen, die das zum ersten Mal macht und mit ihrem neuen Freund mitgeht. Und sie ist halt noch nicht so richtig überzeugt und ob sie das kann und mag. Ja, und was hier so spannend ist, dass natürlich erstmal Vorfälle passieren, wo man nicht weiß, gehört das jetzt zu diesem LARP, zu diesem Spiel, zu diesem Rollenspiel, oder ist das jetzt Wirklichkeit und Realität? Irgendwann passiert auch ein Mord und auch da, ja, überlegt man die ganze Zeit, wem kann man trauen, wer hat das alles konstruiert und ja, alles vorbereitet. Aber das erzähltechnisch Interessante ist, dass wir zwar immer wieder aus unserer Protagonistensicht dieses Rollenspiel erleben, aber einmal aus ihrer Sicht, aus ihrer persönlichen Sicht und dann einmal aus der Sicht ihrer Figur. Also sie schlüpft dann irgendwann in diese Figur, die sie spielt und dann ja, sehen wir das Ganze aus deren Perspektive, obwohl sie natürlich immer noch derselbe Mensch ist. Also das fand ich eine sehr spannende Idee. Es hat nur manchmal leider nicht ganz funktioniert für mich und es war für mich nachher ein mittelmäßiges Buch, weswegen das auch wieder ausgezogen ist. Aber die Idee, erstmal so ein Lab-Krimi zu machen, auch hier wird wieder, finde ich, was sehr Klassisches, also dieser Agatha Christie Ermittlerroman verflochten mit einer neuen Idee, einer modernen Idee dieses Lab-Spiels und dann eben noch diese Erzählperspektiven, die aus der Sicht der Protagonistin eben wechselt von ihrer persönlichen in die ihrer Figur. Ja, das waren jetzt tatsächlich meine Bücher, die ich dafür rausgesucht habe. Ich hoffe, ihr hattet wirklich Spaß daran. Ich bin natürlich auch sehr, sehr interessiert an eure Vorschläge für andere, ja, interessant erzählte Bücher. Vielleicht habe ich hier auch irgendwas vergessen im Hintergrund. Ich hätte auch noch vielleicht noch mehr raussuchen können, aber die fand ich jetzt am imprägnantesten. Am imprägnantesten? Nee, das ist das falsche Wort. Am prägnantesten und herausstechendsten und wollte euch deswegen diese hier besonders erzählerisch ans Herz legen. Und wie gesagt, es kommt auch noch der zweite Teil, wo ich dann viele Bücher von meiner Wunschliste euch vorstellen möchte, die eben gerade deswegen faszinierend sind, weil sie
einen besonderen Kniff in der Erzählung haben. Und ich bin natürlich jetzt sehr gespannt auf eure Ideen. Vielleicht decken die sich ja auch mit meinen, die ich jetzt vorstelle oder in dem nächsten Video. Und ja, vielleicht wird denn davon ja auch noch einiges auf meiner Wunschliste landen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.